allen indigenen Kongresses und übersetzt wird von Tina, die das Netzwerk hier koordiniert, und die Gruppe hier koordiniert. Die Gruppe hat ihre Reise hier in Österreich begonnen. Sie werden noch in sehr, sehr vielen anderen europäischen Ländern reisen. Und ich will gar nicht viel sagen. Ich bin selber so aufgeregt, dass ich sie ankündigen kann und übergebe auch gleich Ihnen das Mikrofon. Buenas tardes. Ja, buenas tardes. Es geht es an, ihr nicht. Mama. Soy de la delegación zapatista y voy a leerles unas palabras para las manifestaciones en Europa. Huelga global por el clima, 24 de septiembre del 2021. Ich bin von der zapatistischen Delegation und ich werde euch jetzt ein paar Worte vorlesen, die wir geschrieben haben für diese Klimastreik heute hier am 24. September in Europa. Nuestra pequeña palabra en una pequeña historia. Hay una mujer, no importa el color de la piel, porque tiene todos los colores. En una kleine Geschichte. Es gibt eine Frau, egal welche Hautfarbe, weil sie hat alle Farben. No importa su idioma, porque escucha todas las lenguas. No importa su raza y su cultura, porque en ella habitan todos los modos. No importa su tamaño, porque es grande y sin embargo cabe en una mano. Egal welche Sprache sie spricht, sie versteht alle Sprachen. Egal ihre Herkunft, ihre Kultur, weil in ihr alle Arten zu sein wohnen. Egal wie groß sie ist nämlich riesig und passt doch in eine Hand. Todos los días y a todas horas, esa mujer es violentada, golpeada, herida, violada, burlada, despreciada. Un macho ejerce sobre ella su poder todos los días y a todas horas. Ella viene a nosotras, nosotros, nosotroas. Nos muestra sus heridas, sus dolores, sus penas. Y solo le damos palabras de consuelo, de lástima, o la ignoramos. Tal vez como limosna le damos algo para que cure sus heridas, pero el macho sigue su violencia. Jeden Tag und jede Stunde wird diese Frau vergewaltigt, verletzt, verspottet, geschlagen, diskriminiert. Ein Macho beherrscht sie. Jeden Tag und jede Stunde kommt sie zu uns, zeigt uns ihre Wunden, ihre Schmerzen, ihre Qualen. Und wir geben ihr nur ein paar tröstende Worte und etwas Bedauern. Oder wir ignorieren sie überhaupt. Im besten Fall geben wir ein kleines Almosen als Almosen, ein bisschen Medizin, um ihre Wunden zu versorgen. Aber der Macho macht weiter, jeden Tag und jede Stunde mit seiner Gewalt. Nosotras y ustedes sabemos que en qué termina eso. Ella será asesinada y con su muerte morirá todo. Podemos seguir dándole solo palabras de aliento y medicina para sus males. Wir und ihr auch wissen doch ganz genau, wie das enden wird. Sie wird ermordet werden und mit ihrem Tod wird alles sterben. Wir können ihr weiterhin nur aufmunternde Worte und ein bisschen Medizin gegen ihre Leiden geben. O podemos decirle la verdad
la única medicina que puede curarla y sanarla por completo es que enfrente y destruya a quien la violenta, y podemos también y en consecuencia unirnos a ella y pelear a su lado. Esa mujer, nosotros los pueblos zapatistas las llamamos Madre Tierra. Oder wir können ihr die Wahrheit sagen. Die Wahrheit, dass die einzige Medizin, die sie vollständig heilen wird, die ist, dass sie sich dem entgegenstellt, der ihr die Gewalt antut, und dass sie ihn zerstört. Und wir können uns ihr anschließen, in diesem Kampf auf ihrer Seite stehen. Diese Frau nennen wir Zapatistinnen, Zapatistas, die Mutter Erde. Al macho que la oprime y la humilla, pónganle el nombre, el rostro y la figura que ustedes quieran. Nosotros, los pueblos zapatistas, llamamos a ese macho asesino, con un nombre capitalismo. Y hemos llegado a esta geografía para preguntarles. ¿Vamos a seguir pensando que con pomadas y calmantes se solucionan los golpes de hoy? Aunque sabemos que mañana será más grande y profunda la herida. El macho, der sie unterdrückt, beleidigt und quält, dem könnt ihr jeden Namen geben, den ihr wollt, jedes Gesicht, jede Figur, was euch einfällt. Wir zapatistischen Bevölkerungen nennen ihn Kapitalismus, diesen Mörder. Und wir sind hierher gekommen, um zu fragen, um euch zu fragen, ob wir weiterhin glauben, dass wir mit ein paar Salben und ein bisschen beruhigenden Tropfen diese Schläge kurieren werden, die jeden Tag angerichtet werden, oder ob wir nicht uns mit dieser Frau solidarisieren müssen, um diesen Macho zu bekämpfen. Nosotros, las comunidades zapatistas, hemos decidido luchar junto a ella, por ella y para ella. Es todo lo que podemos decirles. Muchas gracias por escucharnos. Oder werden wir gemeinsam mit dieser Frau kämpfen? Wir zapatistischen Gemeinden haben beschlossen, gemeinsam mit ihr, wegen ihr und für sie zu kämpfen. Das ist alles, was wir euch sagen können. Vielen Dank, dass ihr uns zuhört.